Ja, und da wir es gerade bei der nationalen Identität zum Thema Wald so ein bisschen haben, uns liegt der Wald sehr am Herzen. Also da gibt es wirklich reihenweise Untersuchungen, wo man Leute mitten auf der Straße oder sonst wo gefragt hat, was sie denn vom Wald halten. Also außerhalb des Waldes, man hat nicht Leute im Wald gefragt. Das ist ohnehin relativ schwierig, da an einer Stelle zu stehen, wo wirklich viele Leute vorbeikommen. Hat man aber auch schon versucht. Und da ist auch rausgekommen, dass wirklich einer überwältigenden Mehrheit, ohne dass ich jetzt die genaue Zahl auswendig weiß, der Wald enorm am Herzen liegt. Und nur ganz wenig Leute sagen, das ist mir scheißegal, interessiert mich nicht, lasst mich in Ruhe. Also ein paar sagen natürlich, lasst mich in Ruhe, weil sie keinen Bock darauf hatten, an irgendeiner Umfrage teilzunehmen. Die zählen jetzt allerdings jetzt einfach mal gar nicht mitgezählt. Die haben ja keinerlei Antwort gegeben und sind in der Statistiken zufolge auch nicht mit drin. Also nur von den gefragten Leuten, und da waren es glaube ich wirklich 70% oder 80%. Und das ist wirklich schon eigentlich beeindruckend viel, finde ich, wenn man sich so anguckt, wie es eigentlich so aussieht in der Gesellschaft, wenn man irgendwo rumläuft, mitten in der Stadt und böse Stadtluft schnuppert. Ich mag das nicht, ich atme da nicht gerne. Ich habe da irgendwie meine Schwierigkeiten. Ich fühle mich auch nicht wohl in Städten im Großen. Bin da vielleicht ein bisschen extremer als andere, aber ja, New York, das wäre für mich ein Albtraum. Ich will da nicht hin. Nein. Also da müsste man mich schon zwingen, dass ich mir New York angucken gehe. Nee. Aber selbst eben in den Städten und so weiter und so fort, der Wald ist einfach was Positives für uns Deutsche. Den fassen wir einfach als was Wertvolles auch, nehmen wir den wahr. Und es gibt ja nicht umsonst regelmäßig große Proteststürme, wenn irgendwas im Wald sichtbar beschädigt wird, nenne ich es jetzt einfach mal. Sofern den Laien zumindest, dass es so aussieht, als wäre es beschädigt. Allein diese Stürme der Entrüstung, wenn es mal wieder irgendwo größere Holzfällmaßnahmen gegeben hat, wenn zum Beispiel an irgendeinem Waldweg riesige Mengen an Holz liegen, die in ganz normalen Rahmen des Jahreseinschlags halt alle paar Jahrzehnte dann halt mal irgendwann da rumliegen. Trotzdem, da gibt es immer gewisses Ausmaß an Entrüstung. Oh, musstet ihr denn so viele Bäume? Oh, die armen Bäume und so weiter und so fort. Mal ganz zu schweigen von diesen an den Baumkette Aktionen, wenn irgendwelche alten Bäume gefällt werden müssen, sollen. Da ist es natürlich jetzt wieder richtig schwierig, wenn man da irgendwie als Mensch, der mit dem Wald sein Geld verdienen will, jetzt sich freut, dass man jetzt da so 300-jährige Eichen hat, die man jetzt 300 Jahre lang gepflegt, gehegt und so weiter und so fort hat, beziehungsweise die Vorfahren und die Vorvorfahren, und so ein Baum ist so richtig Kohle wert, und dann kommt ein Greenpeaceler und kettet sich dran. Ja, da möchte man dann unter Umständen vielleicht nicht auf die Kette sägen, aber so ein Greenpeaceler, na, selbstverständlich nicht. Aber ja, das ist auch so einer der Gründe, weshalb übrigens auch gerade Greenpeace so ein extrem provokanter Verein ist. Und dann kommt noch erschwerend dazu, was es übrigens für uns Fachmenschen auch extrem schwierig zum Teil macht, mit Greenpeace umzugehen. Ich bin da auch keine Ausnahme. Die meinen, die haben Recht, weil die unter ihren Angestellten, die ja vergleichsweise wenig sind, das meiste sind ja irgendwelche Freiwillige, was bei denen rumspringt, Mitglieder, unter denen, die wirklich Geld von Greenpeace bekommen, da haben die dann so deutschlandweit verschwindend geringe Anzahl sogenannter Forst- und Waldreferenten oder Forst- und Waldexperten. Die haben das in der Regel wahrscheinlich schon studiert, teilweise vielleicht auch nicht, aber da bin ich jetzt böse, wenn ich sowas unterstelle. Aber diese paar Hanseles, die alle gemeinsam haben, dass sie so wahrscheinlich eine gewisse radikale Denkweise verfolgen, die behaupten dann, es besser zu wissen als die gesamte andere Kompetenz sämtlicher Leute, die sich mit dem Wald auseinandersetzen, Forstwirtschaft, Forstwissenschaft studiert haben, im Wald arbeiten, Förster sind, Waldarbeiter sind. Auch ein Waldarbeiter hat extrem viel Ahnung vom Wald. Auch so von, was wächst denn da, was blüht denn da und solche Dinge, da kennen die sich auch aus. Und die gesamte Kompetenz der deutschen Forstwirtschaft soll weniger Ahnung haben als diese 5, 6, 7 Hanseles an Waldexperten, die bei Greenpeace arbeiten. Ist das realistisch? Also so rein als empirisch denkender Mensch habe ich da so ein bisschen meine Zweifel.
Natürlich gibt es hin und wieder mal schon irgendjemanden, der tatsächlich als Einzelperson alles besser weiß als alle anderen. Wenn man sich jetzt mal in der Geschichte umguckt, dieser Mensch, der da gesagt hat, und sie dreht sich doch auf dem Sterbebett. War, glaube ich, Galileo. Korrigiert mich, wenn das nicht war. Das hat es selbstverständlich ja auch mal gegeben. Oder auch ein Newton oder ein Einstein waren ja Vorreiter ihrer entsprechenden Zeit. Jetzt kann es natürlich sein, dass einer dieser Greenpeace-Experten auch so einer ist, aber falls das der Fall sein sollte, dann bin ich das aber bitte auch. Ich verfolge nämlich teilweise auch ein bisschen andere Ansichten als der Konsens der Forstwissenschaft. Ich denke, das gehört auch irgendwo ein bisschen dazu, dass jeder so zumindest teilweise in manchen Ecken so ein bisschen seine eigene Meinung hat. Mir ist immer wichtig, und Leute, die das Gegenteil, die behaupten, dass sie auf Teufel komm raus recht haben, sind mir dann immer so ein bisschen suspekt, dass man dann wirklich auch dazu sagt, nein. Mach mal einen kurzen Schnitt. Dass man dann halt eben auch dazu sagt, dass das jetzt nur die Meinung von einem selber ist und die nicht unbedingt den breiten Konsens widerspiegelt. Das nervt mich zum Beispiel, so mitten im Video würde ich das eh nicht mitkriegen und mich verklagen. Kann er im Übrigen auch gar nicht und hat da wahrscheinlich auch Besseres zu tun. Und im Prinzip ist er ja auch ein Kollege und ich schätze den Mann auch eigentlich durchaus. Der Herr Wohlleben. Sagt vielleicht dem einen oder anderen was, das ist der Kerl, der die ganzen Waldbücher schreibt. Weil er vorher damit angefangen hat als ich. Wartet nur ab. ja, jedenfalls darunter eben auch diesen wirklichen Bestseller, dieses Ding, was so richtig krass gut verkauft worden ist, das geheime Leben der Bäume. Dazu gibt es jetzt wirklich in nächster Zeit dann auch mal eine Stellungnahme von mir. Also nicht zum Buch, sondern einfach mal zu der Thematik dieses Waldnetzwerkes, dieser Vernetzung der Bäume untereinander und so weiter und so fort. Ich habe da bisher wenig zu gesagt, weil das war bei mir im Studium noch gar nicht so bekannt. Das haben wir nur am Rande mal ganz kurz angesprochen und ich kenne mich deshalb nicht so wahnsinnig gut damit aus. Ich musste mich jetzt da erst einlesen. Ich bin gerade noch dabei, habe schon vieles rausgefunden. Deswegen ist das für mich ein relativ schwieriges Thema. Da bin ich fast schon zu alt, in Anführungszeichen, um diese wirklich richtig aktuelle Thematik so richtig im Studium mitbekommen zu haben. Das wird jetzt gerade aktuell natürlich gelehrt in der Forschung, aber zu spät. Ja, und der Herr Wohlleben, der schreibt für meinen Geschmack in seinen ansonsten gut geschriebenen Büchern, die sind ja wirklich gut, ein bisschen zu sehr, dass das so ist, wie er das sagt und die anderen haben alle nicht recht. Deswegen ist er bei den meisten Försterkollegen ziemlich, muss man schon sagen, verhasst, weil er teilweise Sachen behauptet, die so überhaupt nicht belegbar sind, nur seiner Meinung entspringen und bei ganz, 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 ganz vielen Leuten dann eben der falsche Eindruck entsteht. Das wäre wirklich so, weil der eine, der in der Öffentlichkeit steht, so ist es. Man glaubt in der Regel als Nichtfachmann, und da bin ich keine Ausnahme, mir geht es in anderen Bereichen genauso, immer demjenigen, der am lautesten schreit. Und da bin ich eigentlich kein Fan von. Das ist auch zum Beispiel mit diesen Verschwörungstheorien. Sucht euch irgendeine aus. Manche haben sich ja tatsächlich als wahr erwiesen, aber das ist ja nur ein winzig kleiner Prozentsatz von der Gesamtheit an Verschwörungstheorien zu allem Möglichen, was es gibt. Da stellt sich dann irgendeine charismatische Person vorne hin und brüllt irgendeinen Kack. Und dann kommen ein Haufen Leute aus irgendwelchen Gründen, das wäre mal ganz interessant, dazu jemanden, der sich mit Psychologie auskennt, zu fragen. Da kenne ich eine. Egal. Jedenfalls, der erzählt da irgendeinen Schrott, der von der gesamten Konsensmeinung abweicht und dann finden sich immer irgendwelche Gestalten, nenne ich sie jetzt mal vorsichtig, die der Meinung sind, ach so, ja, der muss jetzt recht haben. Der behauptet zwar das ganz, 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 ganz krasse Gegenteil von allen anderen, aber aus irgendwelchen Gründen glaube ich dem jetzt mal mehr als allen anderen. Weil, ja, der steht jetzt persönlich da vorne. Der ist nicht nur im Fernsehen. Der tritt hier auf. Der muss recht haben. Ich kann es wirklich immer nicht so ganz logisch nachvollziehen. Und an dieser Stelle hinterfragt auch bitte gerne kritisch, was ich euch hier erzähle, weil das ist ja nichts anderes. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich mir Mühe gebe, immer darauf hinzuweisen, wenn etwas meine Meinung ist und etwas wirklich Konsens der Forstwissenschaft, was die meisten glauben.
Da lege ich wirklich enormen Wert drauf. Es sind hin und wieder bestimmt der eine oder andere Schnitzer in meinen Videos. Das eine oder andere habe ich im Laufe der Jahre jetzt auch entdeckt, dass ich das mal irgendwann, irgendwo vermutlich falsch erzählt habe. Das Problem ist, ich finde es um Verrecken nicht mehr die entsprechende Stelle. Und das würde wirklich ewig lange dauern, das zu suchen. Ich habe, glaube ich, auch mal irgendwann gesagt, meine Videos sind mit ziemlicher Sicherheit 98% korrekt. Die eigentliche Korrektheit, wenn man es so richtig krass wissenschaftlich durchziehen wollte, die Hammerkorrektheit, das wären 99,5. Deshalb bin ich, glaube ich, mit meinen 98, die ein bisschen optimistisch sind, noch ganz gut vertreten. Aber ich bin halt auch ein Ein-Personen-Betrieb, in Anführungszeichen. Und ich habe niemanden, der mein Zeug Korrektur liest, guckt. Ich habe ja keine Skripte, sonst könnte man die Korrektur lesen. Aber das heißt, ich habe mal alle 50 Videos gibt es mal eins, aber in der Regel halt eben nicht. Ja, also ich bin da wirklich eben auch keine Ausnahme. Aber es ist wirklich immer relativ erstaunlich, wie viele eben Nichtfachmänner dem einen verfügbaren Fachmann glauben auf seinem Gebiet. Selbst wenn der irgendwelches absolut blödsinniges Zeug erzählt. Ich möchte für mich trotzdem behaupten, dass ich mir wirklich Mühe gebe, eigene Theorien so zu kennzeichnen, dass dann klar ist, okay, das denkt jetzt bloß der olle Tüxen da, Tüxen Junior Junior, der nicht die Kompetenz hat von Tüxen Senior Senior oder nur Tüxen Senior und eigentlich überhaupt keine Ahnung haben braucht, aber sich zumindest einbildet, wie zu haben. Mit der entsprechenden Bescheidenheit, die mir wichtig ist. Doch hoffentlich meistens an den Tag zu legen. Aber ich habe recht. Ja, das wäre also auch nochmal sowas. Nochmal zurück zum Wald. Historische Sichtweise, weshalb uns eben der Wald auch in Deutschland so wichtig ist, weshalb der sowas Besonderes ist und man auch sowas, jetzt kurz esoterisch, so ein besonderes Gefühl hat, wenn man sich im Wald aufhält und einfach merkt, also so geht es zumindest mir und ich weiß das von den meisten anderen Leuten, die im Wald sind auch, man merkt es, man spürt es, es ist irgendwie anders, wenn man im Wald ist. Wirklich, jetzt mal ausnahmsweise esoterisch gesehen. Das fühlt sich einfach anders an, wenn man mal von den naturwissenschaftlich nachweisbaren Fakten wie dem eben, das ist schon eine ganze Weile her, aber der eingangs erwähnten Luft, absieht, ist das einfach ein anderes Gefühl. Aber auch dafür gibt es historische Belege, dass der Wald schon immer draußen war. Man kann also wirklich in der Menschheitsgeschichte, seit sie sesshaft geworden sind, als wir noch Nomaden waren, da war das wahrscheinlich noch nicht so. Da gibt es auch wenig Belege. Aber seit wir sesshaft geworden sind, kann man sich, glaube ich, ziemlich sicher sein und einige Experten, Historiker, Archäologen und ähnliche Leute behaupten das eben auch. Also auch das habe ich nicht 100%ig selber erfunden. Ich habe mir da schon woanders abgeguckt und meine eigene Theorie eingewoben. Dass es schon immer so gewesen ist, dass man gerne innerhalb der Zivilisation geblieben ist, weil man sich da sicher gefühlt hat. Selbst wenn das bloß ein Acker mit einem Langhaus dahinter gewesen ist in der Jungsteinzeit, ich glaube, die Mütter werden es nicht so hundertprozentig gern gesehen haben, wenn die Kinder dann auf und davon in den nahezu unberührten Wald abgehauen sind. Da ist der Wald heute ja schon ein ganz anderes Thema. Aber selbst heute bei Müttern mit kleinen Kindern ist es gerade jetzt in der letzten Zeit immer häufiger der Fall, dass die Probleme damit haben, wenn ihre Kinder alleine im Wald spielen gehen. Jetzt habe ich keine Kinder und kann demzufolge jetzt viel erzählen. Ich würde sie natürlich allein in den Wald lassen, aber ganz ehrlich, auch nur mit, aber ruf an nach einer Stunde oder nach zwei oder am besten jede oder alle halbe Stunde. Von daher, zum Teil kann ich sicherlich nachvollziehen, andererseits finde ich es extrem wichtig, dass Kinder alleine in den Wald dürfen, ab einem gewissen Alter, jetzt vielleicht nicht unbedingt mit 4, aber mit 8, das ist durchaus, finde ich, ein Alter, in dem das schon mal drin sein sollte, dass sie so ein bisschen mal in den Wald abhauen. Man kann sie ja vielleicht auch einen Spaziergang mitnehmen, um sie dann entsprechend an den Wald heranzuführen. Der Wald ist was Spezielles und der ist halt schon, wie gesagt, immer draußen gewesen. Bei den Römern, die ja aus dem Mittelmeerraum kamen, wo es da schon, als die Römer entstanden sind, die römische Hochkultur, da war da schon lange alles abgeholzt, weil sämtliche Hochkulturen davor bereits auch schon Schiffe gebaut haben. Holz zum Bauen, Holz zum Heizen, Holz zum Hintern abwischen damals noch nicht.
aber für alle möglichen Dinge des täglichen Bedarfs gebraucht haben. Und auch, ja, und aus so einer Landschaft kommend, weitestgehend baumfrei, auf großen Flächen völlig entwaldet, und wenn es mal Wäldchen gegeben hat, dann waren das eher so Haine, so relativ lichte Geschichten und relativ klein, sind eben die Römer in unsere Landschaft gekommen, und da kann man beim Tacitus nachlesen, ich habe es auch im entsprechenden Waldgeschichte-Video erwähnt, den genauen lateinischen Wortlaut kriege ich nicht mehr zusammen, aber es ist ein Land voller furchtbarer Wälder und schauriger Sümpfe oder andersrum. Also die Adjektive zu den entsprechenden Substantiven könnt ihr beliebig vertauschen, ich weiß es nicht mehr. Aber ungefähr darauf läuft es hinaus. Und da ist man sich ziemlich sicher, dass das wirklich die Meinung der Römer zum Wald damals wiedergespiegelt hat. Dass der einfach nicht beliebt gewesen ist. Da ist dunkel, da kann man nicht weit gucken. Das ist einfach so ein Ort, das ist einem ein bisschen suspekt. Potenziell gefährlich. Irgendwie auch wieder dadurch faszinierend. Und in jeder Epoche gibt es ja auch Lyrik zur Natur, zur Schönheit der Natur. Das ist übrigens auch immer ganz wichtig, wenn man was über eine Kultur lernen möchte. Was hat die für Gedichte, für Lieder, für Märchen, Erzählungen, all sowas. Und das gibt es wirklich in jeder Kultur, dass die Natur draußen, außerhalb der Zivilisation, wie auch immer die in der entsprechenden Kultur ausgesehen haben wird, und das gilt übrigens auch für Dschungelvölker, die auch heute noch im Urwald leben, ganz, 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 ganz viele Mythen, Legenden und so weiter und so fort draußen zur Natur, zu draußen. Draußen ist so dieser geheimnisvolle, andere Raum als drinnen, also im Dorf oder in der Stadt. Und ich glaube, jetzt je weiter fortgeschritten die Zivilisation ist, desto mehr gibt es so einen Trend, eine Entwicklung, dass man Sehnsucht nach diesem Draußen hat, nach diesem Raus aus dieser Zivilisation, die ja an sich eigentlich ein ganz angenehmes, einfaches Leben ermöglicht, im Sinne von das Überleben ist ziemlich einfach. Aber wir scheinen irgendwie diese potenzielle Gefahr zu suchen, dass das Leben eben, das Überleben nicht mehr so einfach ist, und deshalb zieht es uns so raus in die Wälder. Und das fängt schon da an, wenn man mit seinem Hund im Wald spazieren geht, das könnte man auch im Dorf seine Runden drehen. Irgendwo spielt das, glaube ich, bei jedem, der gerne im Wald ist, eine Rolle. Das ist einfach dieser besondere Lebensraum halt eben. Und ich glaube auch, und ohne das irgendwie belegen zu können natürlich, man fühlt sich ein Stück weit hierher gehörend. Dass man irgendwie, also wirklich so ziemlich jeder, der jetzt nicht absolut sagt, Wald, gibt's ja auch. Aber jeder, der das nicht tut, der fühlt sich doch immer irgendwie so ein ganz kleines bisschen mit einem bestimmten Teil seiner selbst zu Hause. Und fühlt sich, glaube ich, auch irgendwie dann als Teil des Ökosystems. Das ist ja mir persönlich das aller Wichtigste. Das ist so der Hauptgrund, weshalb ich mich im Wald wohlfühle. Weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, okay, jetzt bin ich, um mal blöd zu sagen, auch ein Waldtier. Wie die anderen Waldtiere. Vielleicht dann etwas Seltsames, was die ganze Zeit mit einem kleinen schwarzen Gerät auf einem dreibeinigen Ständer quatscht. Und überhaupt ziemlich viele Geräusche von sich gibt im Vergleich zu anderen Waldtieren. Aber irgendwie habe ich halt doch irgendwo das Gefühl, dass man dann irgendwo dazugehört. Und ich persönlich, und ich denke, das geht vielen Zivilisationsgestressten ähnlich, habe eher das Gefühl, dass ich ein Teil des großen Ganzen bin, wenn ich im Wald hocke und dort CO2 verbrauche. Verbrauchen ist natürlich relativ, das wird ja nicht abgebaut beim Atmen. Habe ich mehr das Gefühl, dass ich da irgendwie richtig am Platz bin, als wenn ich irgendwo in der Stadt einer von 100.000 Leuten in der Fußgängerzone bin. Keiner kennt sich, alle anonym und so weiter und so fort. Und man läuft schön geradeaus in eine Richtung. Jeder mit Stöpsel in den Ohren und am besten neuerdings aufs Smartphone guckend. Irgendwie fühle ich mich da nicht so zugehörig, auch wenn ich jetzt kein völliger Waldmensch bin und die Zivilisation total meide und keine Freunde habe und solche Sachen. Wie wenn ich eben im Wald bin. Irgendwie ist das eher drinnen als draußen. Ich finde drinnen eher draußen. Aber ich bin da sicherlich vielleicht auch ein bisschen extremer veranlagt als andere Leute. Aber ich bin mir
gleichzeitig auch sicher, dass es auf diesem Kanal da wirklich einen ganzen Haufen Leute, die dieses Video jetzt sehen, geben wird, die das zumindest in eine ähnliche Richtung sehen und vielleicht lieber im Wald hocken als in New York auf dem was auch immer Platz. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Das ist sowas ganz, ganz Wichtiges. Man merkt es übrigens interessanterweise sogar in der Raumordnung in der deutschen. Da sind wir wieder bei unserer schönen deutschen Ordnung, dass ja alles so schön sortiert ist. Es gibt ja wunderbare Pläne, die eben die gesamte Landschaft unterteilen in verschiedene Großräume. Und da gibt es den Stadtentwicklungsplan, da gibt es einen Raumordnungsplan, was weiß ich, was es da alles für komische Pläne gibt, wie eben die Landschaft zu formen ist. Da darf man nicht hinbauen, da schon, hier darfst du nicht höher als 3 Stockwerke bauen, sonst wird das Gesamtbild der Stadt verschandelt. Solche Sachen, vieles davon ist ja auch sinnvoll, wenn jeder machen würde, wie er wollte und so weiter und so fort, dann hätten wir halt irgendwann auch Chaos. Einiges ist natürlich heillos übertrieben, das wisst ihr alles selber. Ich kenne mich da auch nicht so sehr aus. Da muss man dann den Landschaftsplaner oder Landschaftsarchitekten fragen. Der kennt sich dann da eher aus. Und der Stadtplaner ist natürlich dann nochmal der Fachmann, wenn es richtig in die Stadt reingeht. Aber ich hatte schon Landschaftsarchitektinnen als Mitbewohnerinnen. Und das war auch ein Kurs, ein kleiner, in dem das bei meinem Studium, in dem das mal kurz erwähnt worden ist. Ich habe das meiste wieder vergessen. Wir haben auch irgendwie eine Gewässerkartierung gemacht, Geländekartierung und dann irgendwie mal aufnehmen, was ist denn im Landschaftshaushalt überhaupt vorhanden. Oh, das weiß ich nicht mehr viel von. War jetzt nicht so hundertprozentig mein Fach. Bitte nicht übel nehmen, falls das jemals die entsprechende Dozentin sehen sollte. Ich wage es zu bezweifeln. Innerhalb dieser Ordnung, selbst da gibt es ein Draußen und das ist der Wald. Der kommt nämlich in all diesen Plänen quasi als weiße Fläche vor. Oh, da ist Wald, das geht uns nichts an. Im Wald findet eine solche Planung nicht statt. Im Wald gelten einfach andere Gesetze, da ist draußen eben. Es gibt so die normale Zivilisation, oh, da gilt dies und das und sel und jenes. Im Wald gilt noch nicht mal die Straßenverkehrsordnung. Auch wieder so ein Beispiel. Man kann so ein paar Sachen finden, weshalb der Wald wirklich draußen ist und die Beschränkungen, was man tun und lassen darf und so weiter und so fort, sind im Wald ja auch zwar noch in gewisser Weise vorhanden, das wisst ihr alle selber, wenn ihr mein Zeugs regelmäßig verfolgt. Waldrecht ist ja so eins meiner Steckenpferde. Aber trotzdem, wir dürfen alles betreten. Was man sieht, da darf man auch hinlaufen. Mit gewissen kleinen Einschränkungen. Aber an der Gesamtfläche gesehen sind das ja wirklich nicht viele. Macht das mal in der Stadt. Oh, Sie haben da ja einen schönen Garten. Da lege ich mich jetzt eine halbe Stunde rein. Geht nicht so ganz, ne? Und das ist auch wieder halt eben was. Da ist man draußen. Gleichzeitig ist das natürlich auch wieder ein Problem, weil unser Wald ja ein Wirtschaftsraum ist. Der wird ja zu 95%, ich glaube zu 97%, um genau zu sein, ist es ja ein Wirtschaftswald, der in irgendeiner Form wirtschaftlich genutzt wird. Da wird ja gearbeitet, da wird Holz gemacht, da wird Geld verdient. Mal mehr, mal weniger, aber der gehört ja letztendlich auch jemandem, wie jeder Flecken in Deutschland. Der gehört, alles gehört irgendjemandem. Ist halt so, ist ein anderes Thema, ob das gut ist oder nicht. Dazu lasse ich mich jetzt nicht aus, sonst artet das aus. Aber trotzdem hat man halt eben dieses, zum Beispiel eben dieses Betretungsrecht des Waldes, dass man da trotzdem in der Regel alles betreten darf, selbst wenn es irgendjemand Hinz und Kunst gehört, der hat das zu dulden. Wald ist insofern trotz allem immer noch so weit draußen, dass da halt eben die persönliche Freiheit erheblich erweitert ist im Vergleich zu drinnen. So viel muss man immer noch zugestehen, auch wenn ich ja wirklich die Kritik daran, dass man im Wald ja nichts darf und so weiter und so fort, zum großen Teil nachvollziehen kann. Es ist immer noch besser als drinnen und zwar deutlich. Und der Wald fühlt sich ja auch, wie gesagt, immer noch nach Wald an. Ich war jetzt in wenig Wäldern bisher, die sich nicht zumindest halbwegs nach Wald angefühlt haben. Sicherlich, ich hocke hier immer noch im luxuriösen Superwald. Ich habe hier keinen Fichtenacker weit und breit und wirklich einen ausgewählt schönen Laubmischwald. Das
werden die meisten von euch wahrscheinlich, also rein statistisch, schon nicht vor der Tür haben. Aber auch in einem halbwegs gepflegten Fichtenwald und langsam aber sicher entwickeln sich sämtliche Nicht-Privatwald-Fichtenwälder in diesem Zustand. Also es wird überall besser. Man muss jetzt als Förster quasi Waldumbau betreiben, Buche unter die Fichte pflanzen, solche Späße, das Ganze einfach abwechslungsreicher gestalten, mehr mit Naturverjüngung arbeiten. Ja, da wird schon besser jetzt und die Wälder werden waldartiger und weniger plantagenartiger, auch wenn sie niemals so heißen international, weil wir eben zu wichtig sind. Das sind sicherlich auch so Dinge, die da in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Jetzt muss ich ein Denkpäuschen machen.